Hey Leute, herzlich willkommen zu einem Video von mir. Heute geht es um den Penny Adventskalender. Ja, falls ihr die letzten Videos bzw. den Adventskalender von Alverde und den von Balea gesehen habt, habt ihr vielleicht da gehört, dass ich krank war bzw. noch etwas krank bin und es mir sehr, sehr schlecht ging und deswegen kam ich einfach nicht dazu, meinen Adventskalender zu öffnen. Für euch macht das natürlich keinen Unterschied, denn ihr seht das Video wie gehabt am 24. Aber für mich ist heute der 21. und Türchen 19 und 20 sind nämlich noch zu. Die werde ich jetzt erstmal mit euch öffnen. Türchen 19 ist einmal hier unten. Und hier sind auch wieder zwei Sachen drin. Und zwar zu einem von Aminomed. Eine Kamillenblütenzahncreme. Und da bin ich sehr gespannt. Werde ich auf jeden Fall mal testen. Ist für gereiztes Zahnfleisch und empfindliche Zähne. Und einmal von Syos Complete Repair Renew 7, das Shampoo. Das hatte ich ja im Metro-Kalender, meine ich. 20 ist dann einmal hier oben. Und hier ist einmal drin von CD, die Feuchtigkeitsdusche mit Wasserlilie. Und ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. 50 ml. Ich glaube, die hatte ich so noch nie. Werde ich auf jeden Fall jetzt mal dran schnuppern. Ich hoffe, die riecht gut. Aber CD ist eigentlich meistens nicht so meins. Aber es riecht eigentlich recht frisch und sauber. Werde ich auf jeden Fall austesten. Und 21 ist hier recht in der Mitte. Und hier sitzt einmal drin von Today Man. GT5 5 Klingen Diamantrasierer. Ich glaube, der war letztes Jahr drin, im 24. Türchen. Ja, und werde ich auf jeden Fall weitergeben. Entweder freut sich da ein Schwager von mir oder mein Vater. Mal schauen. Und einmal TT-Sept Sundowner. Mit Orange und Vanille und das liebe ich, das war letztes Jahr auch drin. Und hinten drauf ist noch ein Cocktailrezept, das werde ich aber wahrscheinlich gleich mal wegschmeißen. Ist halt eher ein Sommerduft, aber ich mag den total, total gerne. Orange Vanille ist halt auch total meins und freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Türchen 22. Und hier ist drin von Nivea Volumen und Kraft Pflegeshampoo und zwar feines und plattes Haar. 50 ml. Und ja, ich glaube, das war auch letztes Jahr drin. Ja, und ich mag das super, super gerne vom Duft her. Es ist ein sehr, sehr schöner, ja, Nivea-Duft einfach, aber recht frisch. Gefällt mir auf jeden Fall gut, werde ich ausprobieren. Türchen 23 ist hier unten. Und hier ist zu einem drin von Today. Maske Peel-Off Aktivkohle bei unreiner Haut mit Aktivkohle, Salicylsäure und Goji-Extrakt. Sind zwei Anwendungen. Und dann noch von Kapos eine White Magnolia Luxusseife 25 Gramm. Ich glaube, genau die gleiche Duftrichtung, weil das ist ja auch drin. Und die rieche ich sogar noch durch meine verschnupfte Nase. Sehr, sehr schön. Mag ich sehr gern und bin ich auf jeden Fall gespannt. Aber ich meine, wenn es die gleiche Duftrichtung war wie letztes Jahr, fand ich sie sehr schön. Die Nummer 24 befindet sich hier. Und in den letzten Türchen dieses Adventskalenders sind wieder zwei Produkte drin. Und zwar zu einem sehr cool von Dove Men in Care, so ein Nagelpflegeset mit verschiedenen Sachen. Eine Nagelschere, dann haben wir hier einen Nagelknipser, einen größeren Nagelknipser und ja, hier ist sogar eine Pinzette mit dabei. Finde ich sehr, sehr cool. Können auch Frauen benutzen. Das ist jetzt nicht nur was, was Männer gebrauchen können. Und ja, finde ich sehr, sehr cool. Auf jeden Fall auch hier in so einem kleinen Täschchen mit Reißverschluss. Finde ich klasse. Und dann einmal noch von TBTDSEPT Schaumbad Auszeit, Pinky Orchidee und Ilang Ilang, sanfte Pflege. Und ja, das hatte ich, meine ich. Entweder hatte ich es noch nie oder einmal. Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. 40 ml für circa ein Vollbad. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ist halt ein Flüssigbad, ist ein Schaumbad. Ist ein bisschen was Hochwertigeres, sag ich mal, weil es halt eben auch von TBTDSEPT ist. Die Produkte sind da etwas teurer wie die normalen TBTDSEPT-Produkte. Aber finde ich auf jeden Fall ein schönes Produkt, so für Heiligabend. Dann kann man nach den Feiertagen mit diesem Bad hier schön ausspannen. Und ja, das war's auch schon. Schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Adventskalender in die Kommentare. Dieser Adventskalender kostet ja 11 Euro und ich muss sagen, für dieses Geld kann man echt nichts sagen. Ich habe gestern, also am 23. mal den Wert ausgerechnet und da war ich so circa wieder bei 33 Euro plus die zwei Produkte. Ja, sind so 36 Euro eventuell. Ich weiß nicht genau, wie viel dieses Dove Men in Care Set, dieses kleine, kosten würde. Aber auf jeden Fall sehr, sehr schöne Produkte. Das war eben hier das 24. Türchen.
Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Adventskalender. Würde mir den auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder kaufen. Für 11 Euro kann man da nichts sagen. Es sind viele Produkte dabei. Und wenn Produkte dabei waren, die ich nicht gebrauchen kann, habe ich sie weitergegeben. Und da finde ich immer gut Abnehmer. Aber ich hoffe, 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 ihr habt schöne Feiertage. Frohe Weihnachten. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein. Macht's gut und bis bald. Ciao.